Schritt für Schritt nähere man sich dem Ziel, den neuen Wasserturm wieder in einem attraktiven Erscheinungsbild zu präsentieren, stellte der Vereinsvorsitzende Hans Tobler zur Jahreshauptversammlung heraus. Mit der Sanierung der Laterne und eines Erkerturmes konnten wir im vergangenen Jahr eine wichtige Etappe in Angriff nehmen, so Hans Tobler. Der Erkerturm ist bereits wieder Teil der Fassade und die Sanierung der Laterne abgeschlossen. Sobald die Witterung es im Frühjahr zulässt, soll die Laterne, die hier auf ihre Montage wartet, wieder auf den Turm gehoben werden und die Spitze des Bauwerkes schmücken. Dank einer zusätzlichen Außenbeleuchtung soll die Laterne dann sogar bei Dunkelheit in neuem Glanz erstrahlen. Im Anschluss gilt es, auch die verbleibenden drei Erkertürme zu sanieren. Allerdings plant man für 2013 der finanziellen Möglichkeiten wegen nur einen Turm zu sanieren. Nach der Einrüstung des nächsten Erkerturms geht es neben der Beseitigung der Bauschäden in diesem Bereich auch um die Festlegung einer Technologie zur Reparatur des Hauptsimses, erläuterte Wilhelm Kleinschmidt, zweiter Vorsitzender des Vereins. Am Herzen liegt es natürlich auch, den Turm der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, was aus Sicherheitsgründen bislang noch nicht nötig war, ergänzte Tobler. Die Planungen sehen für dieses Jahr zumindest eine äußere Begehung für Gäste vor. Auf Unterstützung sind wir weiterhin dringend angewiesen, bekräftigte Hans Tobler. Willkommen seien dabei nicht nur Spenden, sondern ebenso möglichst viele neue Mitglieder. Derzeit sind im Verein 66 Mitglieder organisiert, die zur Jahreshauptversammlung auch den bisherigen Vereinsvorstand für weitere 2 Jahre in seiner Funktion bestätigten.